Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog dieser Art. Also ich glaube, sowas habe ich wirklich noch nie gemacht. Aber ich habe vor kurzem eine Twitter-Umfrage gemacht und da war die Mehrheit dafür, dass ich mal zeige, was für Convention-Bilder ich gemacht habe. Es gibt ein paar, die ihr noch nie gesehen habt, weil die einfach so hässlich geworden sind, dass ich mich dafür ein bisschen schäme. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt gesagt, komm, ich zeige euch die mal alle. Und da es zu viel sind, habe ich jetzt beschlossen, ich mache es pro Convention, weil es gibt Conventions, da habe ich gefühlt 150.000 Bilder gemacht und es gibt Conventions, da habe ich nur ein Bild gemacht. Und deswegen fange ich jetzt chronologisch an mit meiner ersten Convention, die ich je besucht habe. Ich bin umzingelt von Zwergen. Was wollen die hier? Sie sind doch eine ganz muntere Versammlung, wenn man sich erst an sie gewöhnt hat. Ich will mich aber nicht an sie gewöhnen. Erste Convention, die ich besucht habe, ist die HobbitCon 3 gewesen. Hier ist das Schlüsselbändchen, was man bekommen hat, wenn man hineingegangen ist. Ausgerichtet wird die von der FatCon GmbH. Man hat neben dem Schlüsselbändchen auch noch so ein Bändchen und eine Karte, wie diese hier. Dort steht dann Name, Ticketnummer drauf und da Reihe A15, das ist im Panelraum, das ist ein bisschen komplizierter. Dazu kann ich euch mal irgendwann anders was erklären. Aber hier, das ist ein Silberticket. Das erkennt man an der Nummer, weil das die Nummer 6000 irgendwas ist. Das ist ein Silberticket. Im Silberticket enthalten sind Autogramme im Wert von XY Euro. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Müsste ich nachgucken, aber ich meine im Wert von 20 Euro. Das Silberticket HobbitCon hat damals 170 gekostet, glaube ich. Also ich möchte mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen. Ich meine, das waren 170. Und die Gäste, also es gibt auch noch irgendwo ein Armbändchen. Genau, ein quasi HobbitCon-Festivalbändchen. Ganz cool. Man braucht, um hineinzukommen, immer das hier und dieses Armbändchen. Die kontrollieren also beides. Weil diese Convention ist in einem Hotel. Diese Convention fand im Maritim Hotel in Bonn statt und hatte folgende Stargäste. Wenn man auf FatCon-Events geht, kriegt man immer so eine Tasche. Und da sind Programmheft drin, da sind andere Zeitschriften drin, Anmeldeformulare für die nächste Convention und so weiter und so fort. Eigentlich echt cool. Das zeige ich euch mal wann anders, weil ich für die HobbitCon meine Tasche gerade nicht griffbereit habe. Ich weiß nicht, wo ich die habe hingelegt, aber ich habe sie auf jeden Fall noch. Auf dieser Tasche waren auch Thorin und Kili. Die beiden sind ja auch auf dem Schlüsselbändchen, wie ich euch gezeigt habe. Die fand im Übrigen an Ostern statt, über 3 Tage. Und dazu gab es folgendes Programmheft. Das hier ist das Programmheft. Es ist so dick. Dort steht dann alles Mögliche drin, wie zum Beispiel, welche Stargäste bekommen. Das seht ihr hier vorne. Wie ihr seht, ganz viele Zwerge und Azog. Der ist hier oben. Ups, da. Hier oben. Und wenn man dann hier so durchblättert, ist hier die Sitzreihe erklärt, was ich euch gerade gezeigt habe auf meiner Karte. Reihe A, also in diesem Block saß ich dann mit meinem Silberticket und ja. Dann sind hier noch allgemeine Informationen zum Fotoshooting, zum den Autogrammen, also so von wegen, wie man sich verhalten soll. Da das meine erste Convention war und ich keine Autogrammvorlagen hatte, weil ich einfach voll überfordert mit der Gesamtsituation war, habe ich mir in mein Auto, also in dieses Programmheft schreiben lassen. Und zwar von Burg-Schauspieler. Der war nämlich da und nicht der Abzug-Schauspieler. Ich habe es gerade voll durcheinander gehauen. Es tut mir voll leid. Der Bolk-Schauspieler war da. Sieht ganz anders aus als im Film. Kann ich euch gleich zeigen. Dann war noch Thorins Vater da. Von dem habe ich auch ein Autogramm. Dann ist im Programmheft auch nochmal das Programm aufgelistet, was immer wieder wechseln kann. Also von daher nicht schlimm, wenn es mal nicht so ist, wie es sein sollte. Deswegen muss man es einfach nur im Auge behalten. Adam Brown, der wird euch nach dem neuen Fluch der Karibik-Film bekannt vorkommen. Da spielt er nämlich mit. Ein ganz sympathischer Typ. Also ich habe noch nie so viel gelacht wie bei ihm. Der erzählt immer Sachen von seinem Leben. Da fragt man sich, was macht dieser Mann? Er hat auf jeden Fall ein sehr lustiges Leben. Jed Brothy. Auch sehr lustig. Also die Zwerge
sind so ein lustiges Pack. Also wenn man die sich wirklich mal anguckt und erlebt hat, das ist einfach super lustig. Also alle YouTube-Videos über den Cast, die sind wirklich so, die sind so bescheuert. Graham McTavish, ich glaube, das ist einer der Schauspieler, den ich am meisten getroffen habe auf Conventions. Das ist echt krass. Und der Jabbermann spielt Lego Star Wars. Sehe ich gerade. Ja, ja. Okay, das war's an Autogrammen in meinem Programmheft. Und ich habe nämlich ein Autogramm mir gegönnt. Und zwar von den beiden Drachentöter. Also von Bane und Bart, The Bowman. Die beiden waren nämlich auch da. John Bell ist der Kleine, der ist einen Kopf größer als ich. Es ist kaum zu glauben, wie riesig dieser Kerl ist. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu meinem allerersten Convention-Bild. Also reden wir einfach nicht drüber. Es ist der Bulk-Schauspieler. Ups, gerade halten. Es ist mein allererstes Convention-Bild mit dem Bulk-Schauspieler. Ein Kiwi, sehr sympathischer Typ. Also ich war super aufgeregt. Und weil er dann da war, habe ich mir gedacht, komm, egal wie teuer er ist, du machst ein Bild mit Luke Evans. Und da ist Luke Evans. Die HobbitCon war 2015 und Luke Evans hat 2015 schon über Die Schöne und das Biest geredet, wo er den Gaston spielen wird. Und dieser Film kam dieses Jahr 2017 raus. Also dann seht ihr mal, wie viel Produktionszeit und so weiter das braucht, um so einen Film zu drehen. Im Groben zusammengefasst war diese Convention echt genial. Es war ja meine erste Convention dieser Art und es hat mich so krass geflasht, dass die Leute sich dort treffen, sich kostümieren als Zwerge. Es waren so viele Leute einfach als Zwerge verkleidet, dass ich direkt mir die nächste Convention-Karte von FatCon Events gekauft habe. Und das war die damalige RinCon. Aber dazu komme ich im nächsten Video. Ich zeige euch noch einen Ausschnitt aus unserem Closing-Video. Da werdet ihr den Link unten in der Videobeschreibung finden, um euch dieses Video ganz anzugucken. Wenn man dieses Video sieht, denkt man, die HobbitCon und jede Convention von den FatCon-Events ist eine Tanzparty. Und um ehrlich zu sein, es ist doch einfach eine Party. Weil man ist so nah bei den Schauspielern, die fahren mit demselben Fahrstuhl, die wohnen in einem Hotel. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Die Atmosphäre ist super. Klar sind die Leute manchmal gestresst, aber das sind wir alle. Ehrlicherweise. Und es ist echt genial, das mal zu erleben. Aber leider, muss ich auch sagen, gibt es die HobbitCon in der Form nicht mehr. Die HobbitCon wurde nach der vierten Convention eingestellt. Für die vierte Convention, also für die HobbitCon Nummer 4, hatte ich auch eine Karte, aber musste sie abgeben, weil ich in Südafrika war, in Kapstadt. Und das hat sich überschnitten. Aber das war die letzte HobbitCon, die es gab. Leider.